Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, unser Polier, der schaut schon ein bisschen grantig rein, weil wir haben uns ja beim letzten Mal doch etwas doof angestellt mit dem Rangieren. Ich will jetzt mal krampfhaft versuchen, das Ganze hier entsprechend ja, einigermaßen sinnvoll zu verladen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Also ich will das hier in die vier Pylone packen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das einigermaßen so gebacken bekommen. Ich möchte das nach Möglichkeit so in einem Schwung hier reinhauen. So, das sieht bis jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Man muss natürlich hier ganz anders rangieren und denken als die ganze Zeit bei anderen Simulatoren. Deswegen stoße ich jetzt noch mal ein Stückel vor. So, und jetzt müsste das eigentlich doch ziemlich gut passen. Noch ein Stückchen zurück. Jawohl, das passt doch super. So, Volleinschlag. Voll einlenken und dann sollte das auch mit dem Lenken hinhauen. So, nochmal ein Stückel zurück. So, das sieht doch schick aus. So, stopp. Kleines Stück vor. Volleinschlag mit Lenken. Also das ist ein bisschen, ja, da können mal die Profifahrer unter euch sagen, ob das in Wirklichkeit auch so ist. Oder ob das etwas anders eigentlich ist im realen Leben. So, wenn wir jetzt nochmal ein Stückchen gerade lenken, sollte das dann passen. Oh, ich würde sagen, das sieht richtig gut aus. Den stellen wir in den vier Pylonen ab. Die Frage ist, sollen wir den jetzt abkuppeln oder nicht? Ich steige mal einfach aus. So, und renn mal darüber zu meinem Polier. In Windeseile, mal gucken, ob der noch was von mir wissen will oder ob der mich schon gekündigt hat. So, den kann ich aber noch nicht ansprechen. Okay, das ist doof. Das heißt also, ich muss den Anhänger wohl tatsächlich hier abstellen. So, dann steigen wir noch mal ein. Supi. So, jetzt hätte ich ganz gerne nochmal die Hilfe. Das Blöde ist, ich glaube, ich habe das in den Optionen auf die Taste F8 gelegt. Das wäre natürlich sehr doof. Da müssen wir nochmal schnell die Tastenbelegung gucken. Menü. Dum, dum, dum. Wo haben wir denn die Hilfe? Radfahrzeuge, Kettenfahrzeuge, Kamerasteuerung. Ach du lieber Gott. Charaktersteuerung. Pritschenwagen, Anhänger, kleiner Bagger, kleiner Anhänger, ach du lieber Gott. Nee, da kann ich das gar nicht einstellen. Da scheint wohl fest auf dieser Sache, ja, verankert zu sein. So, jetzt gucken wir nochmal. Ah, jetzt habe ich auch die Tasten wieder hier. Ah, da ist es doch. Gut, einmal kurz die Hilfe einschalten. Eieieiei, das sieht schon mal richtig gut aus. So, ich möchte den Knaben einfach eigentlich nur abkuppeln. ja. Wo sehe ich das jetzt? Abkuppeln, abkuppeln, abkuppeln. Das war doch mit Shift-Q, glaube ich. Ne, damit war die Stütze ein- und ausfahren. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Ich nehme mal kurz die Hilfe hier nochmal weg. Aha, also mit Shift-Q geht das nicht. So, jetzt probieren wir das mal mit der Taste. Ne, das klappt auch nicht. Oh, Freunde, jetzt habe ich da ein kleines Problem. Ich kriege den nicht abgekuppelt. So, nochmal schnell schauen. Ah, eine schöne Hupe hat er zumindest schon mal, das ist gut. Taste S ist Bremsen, WASD. Okay, Space ist die Handbremse. Das ist schön. Und die Taste C ist Kuppeln oder Abkuppeln. Das geht aber nicht. Stützfüße müssen ausgefahren sein. Genau. So, wie mache ich das? Mit Left Shift und was? Nee. Quatsch, wo kann ich die Stützfüße ausfahren? Da unten ist es ja. Left Shift und E. Damit fahre ich die Stützfüße aus. Also doch, Left Shift und E. Ah, eben fährt's aus. Das ist gut. Jetzt sieht man es da unten so ein bisschen. So, und jetzt kann ich, glaube ich, abkuppeln. So. Okay, ist abgekuppelt. Jetzt fahren wir mal vor. Der steht hoffentlich. So, dann fahren wir mit unserem LKWchen wieder hier ein Stückchen raus. Kann ja sein, dass wir hier gleich was baggern müssen. Da brauchen wir dann eh ein bisschen Platz. Deswegen stelle ich den einfach mal hier drüben hin. So, und jetzt gehen wir mal zu dem Kollegen. So, jawohl, Harpe ansprechen. Also, wir haben das soweit erreicht. Das heißt, wir gucken mal, was der jetzt weiter von uns möchte. So, na, das hat ja schon ganz gut geklappt fürs Erste. Also, ich bin da etwas anderer Meinung, aber in Ordnung. Na klar, was denkst du denn? Bin ja kein Anfänger mehr. Ja, okay. Ich denke mal, das ist ohne Kommentar. Jetzt mal ganz langsam, Solaris. Ich lade erstmal den Bagger ab und erkläre dir, wie man das Ding richtig steuert. Ja, das klingt gut. So, mal gucken, wie der das aha, ablädt. Cool, also er hat es schon abgeladen.
steige in den Bagger ein. Ja, wir dürfen Bagger fahren. Juhu, ein schöner, was ist das? Keine Ahnung, was das ist, aber ich bin mal gespannt, ob ich es am Leben lassen kann. Wir steigen mal ein. So, sind jetzt im Baggerchen drin. Pass auf, was wir hier haben, ist ein kleiner Raupenbagger. Im Gegensatz zu deinem LKW steuerst du die beiden Ketten. Und zwar unabhängig voneinander, jeweils nach vorne, nach hinten. Okay. Bewegst du eine Kette nach vorne, die andere nach hinten, dreht sich der Bagger. Alles klar. Und wie benutze ich die Schaufel? Der Profi nennt das Löffel. Um den Kanal anzuheben, musst du zunächst vom Fahrmodus in den Betriebsmodus wechseln. Dann kannst du Arm und Löffel bewegen, sowie die Kabine drehen. Schalte in den Betriebsmodus, um zu sehen, welcher Hebel was macht, und hebe den Kanal aus. Okay. So, jetzt will ich erstmal was gucken. Da muss ich einen Kanal ausheben und ich stehe, naja, gerade noch so rechtzeitig gut richtig. So. Wir müssen also die einzelnen Ketten separat steuern. Das geht mit A und D. Ah ja, also mit Q und A kann ich links die Kette steuern, mit E und mit D kann ich die anderen, die rechte Kette steuern. Mit beiden fahre ich dann natürlich vorwärts. So, und jetzt ist die Überlegung, wir müssen ja erstmal irgendwo gescheit anfangen. Halt den nach vorne, den nach hinten, dann drehen wir den Bagger mal. Achtung, hey, nicht, dass ich hier gleich in den LKW ramponiere. Fahren wir erstmal ein Stück zurück. Das ist auch klasse. Ah, ich bin jetzt in der Ansicht. Okay. So. Da will ich mal gucken, ob wir eine andere Ansicht wählen können. Vielleicht ist dann diese Ansicht doch angenehmer. Halt, da muss ich die Kette nehmen. Ich will ja hier rechts an der Seite anfangen mit dem Ausheben. So, dann einmal darüber. Und sobald wir da sozusagen in Reichweite sind, können wir hoffentlich das Ganze dann starten. Halt, ach, das ist jetzt gewöhnungsbedürftig. So, ich glaube, ich bin eigentlich soweit ganz gut in Position. Okay, jetzt muss ich aber aus der Kameraansicht wieder raus. Und jetzt würde ich ganz gerne in den anderen Modus wechseln. Ah, vom Fahrmodus im Betriebsmodus über die Tab-Taste. Dann machen wir das mal. So, jetzt bin ich im Arbeitsmodus. Und jetzt soll ich hier ein bisschen ausheben. Dafür brauchen wir jetzt nochmal die Steuerung. Ihr seht, das ist richtig, richtig aufwendig. Ah, mit den Pfeiltasten steuere ich das Ganze. Okay, das ist auch in Ordnung. Das ist soweit verstanden. Ah, damit gehe ich jetzt in den Boden rein. Und jetzt kann ich das Ganze im Prinzip nochmal entsprechend einsammeln. So. Jetzt habe ich die erste Fuhre weg. Jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Muss ich das auf den LKW packen oder baggere den markierten Bereich aus? Ja, und wo packe ich das Erdreich bitte hin? Soll ich das auf den LKW packen oder einfach irgendwo nebendran schmeißen? Das wäre natürlich jetzt ungünstig. Ich glaube, ich steige hier mal kurz aus. Gehe mal in Richtung LKW und werde dann einfach mal schauen, dass wir hier einsteigen und den uns vielleicht so hinstellen, dass ich da ein bisschen das Ganze gleich auf die Ladefläche bringe. Ich glaube nicht, dass das irgendwo einfach nur ich auf die Seite stellen soll oder schmeißen soll, die Erde. Dann machen wir das nämlich so. Ich fahre mal mit dem LKW hier auf die Rückseite, dann können wir das nämlich ganz gut drehen. Das sollte eigentlich passen. Vielleicht erstmal so. Genau, wieder aussteigen. So, ab zu unserem Bagger. Hier mal einsteigen. Und wir sind ja jetzt noch im Arbeitsmodus. Das ist okay. So, ich gehe mal hier in die Ansicht. Ich glaube, das ist etwas besser. So, dann heben wir das Ganze mal an. Dann muss ich aber jetzt auch gucken. Halt. So. Okidoki. Wie war das mit der Schaufel nochmal? Das ging so. Das, ging so rum. Genau. Ah, jetzt haben wir es raus. Wunderbar. Noch ein Stückchen rüber. Ich glaube, ich bin nicht nah genug dran mit dem LKW. Das wäre jetzt mal so die Frage. Und den weiter ausklappen, dass man nach hinten. Genau, alles schön nebendran geschüttet. Mal kurz gucken, von der Kameraansicht, habe ich da auch was in den LKW gekriegt oder liegt alles nebendran? Nö, liegt alles professionell nebendran. Das heißt, wir steigen jetzt nochmal aus. Ja, und
bringe das, glaube ich, ein bisschen besser in Position, oder? Doch, da liegt Erde drauf, tatsächlich. Aber ich sollte ihn vielleicht doch nochmal einen kleinen Tick näher ranfahren. So, ich glaube, so kommen wir mit der Sache besser hin. Gut, dann können wir den da platzieren und werden am Bagger weitermachen. So, gehen auch, glaube ich, gleich wieder in die Ansicht. Die ist ganz cool. So, können wir nämlich hier gleich weiter buddeln. Und die Frage ist, wie tief müssen wir das ausbaggern? Das ist jetzt die andere Überlegung. Wir gehen erstmal nach unten. So, ein bisschen nach vorne. Halt, so. Ich glaube, so sind wir ganz gut an der Position, wo wir hin müssen. Gehen weiter rein. So, und der ist schon wieder mit 100% voll. Das geht irgendwie auch ziemlich schnell. Das heißt, wir nehmen den mal so rein. Dann wieder nach oben. Fahren wieder rüber. Ja, also wir dürfen hier das Loch ausheben und das scheint eine etwas ja, langwierigere Sache zu werden. So, dann fahren wir den erstmal nach oben. Vielleicht noch ein bisschen nach vorne raus. Oh, das sieht so aus, als ob das durch den LKW fällt. Ist auch nicht so toll gemacht. Vielleicht aber auch nur meine Dummheit. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Aber wir werden das jetzt mal in Ruhe uns anschauen. So, ich muss eine gewisse Menge entsprechend da reinhauen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Schaufel wieder ein bisschen. Ah, nein, da nicht buddeln. So, genau, ich buddel meine Leitung wieder zu. Super. Oh, da ist nicht so gut. Okay, nehmen wir ein Stück hoch und ein Stück näher ran, dass wir hier die richtige Stelle erwischen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier die Schaufel vielleicht ein bisschen reinkriegen. Nur da tut sich irgendwie gar nichts im Moment. Ich hänge irgendwie gerade fest und stehe jetzt wahrscheinlich auf der Kette nach hinten. Jawohl, na, sieht gut aus. Tanzender Bagger, aber nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Wenn wir zur Sicherheit nochmal ein Stückchen nach vorne gehen. So, das Ganze mal ein bisschen hoch. Jawohl. So, das Ganze ein Stückchen näher ran. So. Und jetzt haben wir die Schaufel schon wieder voll. Das ist okay. Das heißt, wir kippen die Schaufel mal rein. Ah, hoppla. Kippen die Schaufel ein Stückchen rein. Werden das Ganze jetzt wieder auf unseren LKW packen. Also, wenn das so läuft, ist das natürlich, sagen wir mal, relativ zeitaufwendig. So. Dann das Ganze darüber. Über die Bordwand. Ein Stück nach vorne. Und ja, ausklappen. So, der LKW füllt sich so langsam. So, das Ganze wieder entsprechend einfahren. Halt. Andere Seite rüber wechseln. So. Und ja, also so viel zum Thema. Wir baggern mal kurz. Das heißt, ich muss den jetzt erst hochnehmen. Dann nach unten, dass ich da die richtige Stellung erwische. Die Schaufel noch ein bisschen ausklappen. So. Ich glaube, ich stehe auch ein bisschen nah da dran, aber das werden wir jetzt gleich sehen. So, das Ganze mal etwas runterlassen. Ich glaube, so kommen wir ganz gut mit der Sache hin. Jetzt sind wir zwar wo ganz anders gelandet, aber wir können jetzt erstmal gucken, ob wir die Schaufel ja, ein bisschen füllen können. Vielleicht so ein bisschen weiter vorne ansetzen. Wow. Ah ja, eben habe ich die richtige Stelle gefunden. So, und die Schaufel ist voll. Sehr gut. Das heißt, einmal nach oben. Entsprechend wieder rüber zum Bagger. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt hier auf den Bagger draufpacken müssen. Auf den LKW packen müssen. Aber ich werde das jetzt einfach mal so machen. So, und ja, das Ganze mal ausschütten. Okidoki. Also wir kommen der Sache so ganz langsam näher. Aber ich habe so den Eindruck, das wird noch ein bisschen dauern. Ich wechsle mal kurz in den Tab-Modus. Fahre mal gerade ein Stück zurück. So. Ich glaube, das ist jetzt einfacher. Wieso ist denn jetzt die Hilfe da schon wieder an? Ah, das ist wahrscheinlich mit irgendeiner Taste doppelt belegt. So. Dann als erstes mal die Schaufel wieder ein bisschen nach unten. Dann das Ganze nach unten einknicken lassen. So. Ja, Schaufel war doch ein bisschen zu weit raus. Ich glaube, das sieht okay aus. Wir müssen nur noch ein Stück rüber. Ich sollte vielleicht von hinten mal gucken. Das könnte helfen.
So ein bisschen von der Perspektive. Ich glaube, so ist das in Ordnung. Oder wir gehen einfach wieder in die Ansicht. So, wir werden das Ganze jetzt nochmal probieren. So, da füllt sich gerade die Schaufel schon ein wenig. Und ihr seht, da geht die Zeit ruckzuck rum. Das nächste Problem ist nämlich, wir haben, hoppla, das Ganze nehme ich jetzt im Prinzip schon hier, ja, noch nicht mal groß gebuddelt. Und die nächste Folge ist schon wieder rum. Also das ist, wow, das ist richtig viel Arbeit. Mal gespannt, wie weit sich das noch entwickelt. So, wir gehen dann schon mal hier ein bisschen hoch, so. Dann können wir das jetzt, glaube ich, nach vorne ein bisschen rausdrücken. Oh, und jetzt dürfte man das eigentlich ohne Schwierigkeiten ausklappen können. So, das nächste in den LKW rein. Ich bin ja nur mal gespannt, was passiert, wenn der LKW voll ist. Ob das dann einfach überläuft. Und ich weiß ja auch gar nicht, wie weit wir hier ausbuddeln müssen, ne? Also ich sehe gerade, hier rechts haben wir noch einen Rand. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Da werden wir erstmal jetzt die Randseite rannehmen. Oh, ist schon wieder voll. Also das ist doch anders gedacht, gemacht als gedacht. Ich habe gedacht, wir müssen da wirklich richtig ausbuddeln, aber das scheint etwas einfacher zu sein, das Ganze. Wir brauchen wohl echt nur gemütlich da irgendwo die Schaufel reinhalten und gut ist. So, das Ganze wieder auskippen. Und dann können wir gleich wieder zurück. Ach, wenn das so einfach geht, könnten wir es vielleicht doch ein bisschen schneller hinkriegen. Ich glaube, das wird, ja, viel, viel Arbeit. So. Gehen wir hier noch ein Stückchen ran. Am besten noch ein Stückchen nach vorne wieder. Dass wir da nach... falsche Taste. Nach Möglichkeit gleich das Ganze richtig ausbuddeln. So, und jetzt ziehen wir uns das Ganze mal einfach ein Stückchen ran hier. Vielleicht noch ein bisschen die Schaufel einklappen. Dafür noch ein bisschen hochmachen, sonst bleiben wir hängen. So. Ah, eben sieht das wieder nach was aus. So. Jawohl. Ah, eben können wir auch anständig beladen. So. Also, wow. Und ihr seht oben an dem Fortschrittsbalken, hier oben rechts, da ist der Auftragsbalken, da sieht man entsprechend, was zu tun ist. Wackere den markierten Bereich aus. Also ich habe so das Gefühl, wir haben da richtig viel Arbeit vor uns. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was uns da erwartet. Ich glaube, das wird eine sehr langwierige Sache mit dem Backen. Ja, den nächsten da drauf. So. Jetzt ist nämlich die Frage, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Bereich hier drüben? Ist das wirklich nur so ein Eckchen oder können wir da... Genau, ich probiere jetzt mal zum Schluss nochmal was. Was ist denn, wenn wir einfach hier reingehen? So. Ein bisschen hier rein. Und ja, auch schon voll. Also da haben wir richtig Arbeit. Ich weiß auch gar nicht, wie tief wir das Ganze hier machen müssen. Ich sehe nur gleich, dass unser... Autsch. LKW gleich voll ist. Das war nicht so gut. Ich hoffe nur, ich muss dann die Erde nicht irgendwo noch hinfahren. Aber gut, wir packen das erstmal auf den Kipper. Wenn das ansonsten nicht gebraucht wird mit dem Kipper, dann würde ich sagen, schmeißen wir die einfach erstmal irgendwo nebendran. So, da können wir gleich den nächsten rausbuddeln. Ich glaube, das machen wir auch in der nächsten Folge so, weil, ja, also der LKW ist gleich voll. Wir gucken jetzt nochmal von außen und wir haben noch nicht wirklich viel gebaggert. Das sieht etwas brutal aus. Wir können auch einfach mal was anderes probieren. Wir haben da so ein Räumschild vorne dran. Da versuche ich vielleicht mal, ob wir das in der nächsten Folge einfach so ein Stück rüberschieben können. Wäre ja auch mal eine coole Sache. Wie gesagt, ich muss mich reinfinden. Sagt ihr mir mal, wenn ihr schon Tipps gesammelt habt, was ihr davon haltet. Ich gucke mir das jetzt nochmal kurz von da außen an. Ja, strange, very much strange, aber wir haben schon mal ein paar Löcher gebuddelt. Ich denke mal, das kriegen wir vielleicht hin, dass das natürlich nicht jetzt hier in dem Sinne ja linear und auf den Millimeter genau passt, ist klar. Klappt in der Wirklichkeit auch ganz selten, vor allem nicht, wenn da noch ein Solaris irgendwo hier ja am Werk ist. Aber ich glaube, wir werden dann ganz einfacher das machen und hier ausbuddeln, das nebendran schütten und gut ist. Vielleicht können wir das dann später sogar einfach wieder mit dem Frontschild dann reinschieben. Da müssen wir mal gucken. Heute aber nicht mehr, denn die Zeit ist leider schon wieder um. Aber irgendwie fängt das an, richtig Spaß zu machen. Ich bin mal gespannt, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Und in diesem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.